دك يا جبال نحن في القمم اصنع الرجال ايقظ الهمم دك يا جبال 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 نحن في القمم اصنع الرجال بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Liebe Geschwister im Islam, alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, dem Herrscher am jüngsten Tag. Und Frieden und Segen auf dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Ich möchte heute eine kleine Anmerkung machen oder etwas ansprechen, einen fatalen Fehler, das viele Muslime und Muslimas begehen. Ich hatte in der letzten Khutbah über das Respekt zum Wissen gesprochen und dies wird inshallah bi'iznillahi ta'ala die Tage hochgeladen, dann könnt ihr euch das anschauen. Und wir haben bemerkt, dass die Muslime hier bei uns in Deutschland, mit dem wir leben, dass die Muslime sehr schnell urteilen und die Muslime sehr schnell auf Fragen antworten, ja, oder Antworten geben, ja, und Urteile geben über Angelegenheit in der Religion. Ja, es gibt irgendeine Angelegenheit, es geht schon um irgendeine Sache, sei es Lebensmittel, sei es Kleidung, sei es irgendwas. Und darauf wird dann gesagt, halal, haram, weil man meistens basiert auf Gerüchte, die man hört, oder auf SMS, die man kriegt, oder auf E-Mails, die man bekommt. Ja, und all diese Dinge, diese Qilla wa Qal, diese E-Mail, diese SMS, sind keine Quellenangaben in der Religion. Ja, sind nicht die Quellen, die die Gelehrten der Religion erwähnen und von den Quellen, die sie nehmen. Das sind nicht diese Quellen. Die Quellen sind der Koran und die Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, so wie die Aussagen der Sahaba radiallahu anhum. Kama qala Ibn Qayyim, ob wie Ibn Qayyim gesagt hat, al-ilmu, das Wissen ist, er redet über das Wissen, hat er gesagt, qala Allah, qala Rasul wa qala Sahaba. Ja, Allah hat gesagt, der Prophet hat gesagt, die Sahaba haben gesagt oder sie haben gemacht. Ja, weil die haben die Religion am besten dann im Nachhinein von Verstand umgesetzt. Geschwister im Islam, deswegen möchte ich erstmal allen Brüdern und Schwestern sagen, seid vorsichtig mit dem, was ihr bekommt an E-Mails, an SMS, ja, wo drin sofort etwas zu Halal oder zu Haram erklärt wird. Weil die meisten Geschwister oder die meisten Leute, die diese Dinge erforschen oder vielleicht etwas nachfragen nach einem Produkt oder nach irgendeiner Angelegenheit, ja, entscheiden von sich aus, von ihrem Denken, von ihrem Verständnis, wie sie die Sache sehen und erklären diese Sache zu Halal oder zu Haram. Und das darf man nicht machen in der Religion, weil Halal oder Haram macht Allah Azza wa Jal, Subhanahu wa Ta'ala. Ja, und Allah Subhanahu wa Ta'ala ermahnt auch die Muslime darin, und er mahnt allgemein auch, dass man nicht Dinge erklärt für verboten, die vielleicht Allah Azza wa Jal erlaubt hat. Ja, auch so wie umgekehrt, dass wir Dinge, die Allah Azza wa Jal verboten hat, dass wir sie erlauben. Ja, weil die Religion geht nicht nach meinen Gelüsten oder nach meinem Empfinden. Wie gesagt, die Religion hat Beweise. Und wenn etwas zu Haram oder zu Halal erklärt wird, geht das immer über den Beweis. Wie kann man sich natürlich darin schützen, ja, wenn solche Dinge verbreitet werden? Erstmal nicht darauf hören oder mit dieser Angelegenheit zu den Leuten des Wissens gehen, diejenigen, die Bescheid wissen, damit du auch geschützt bist und nicht irgendeine Sache verbreitest, die falsch ist. Weil meistens handeln die Geschwister so, dass wenn jemand etwas schickt, ja, X Sache, Y Sache ist jetzt haram, weil ich habe gehört in Saudi-Arabien oder hin und her, ja, Saudi-Arabien selbst auch keine Quelle an sich, ja, wie wir haben gesagt, qala Allah, qala Rasul, qala Sahaba, das ist für uns Quelle. Dann irgendeiner sagt, ich habe was gehört und dann kriegst du das per SMS und du leitest das sofort weiter, weil du denkst, du tust damit was Gutes. Man sollte hierin vorsichtig sein. Ja, wenn die Sache nicht sicher ist, wenn die Sache nicht bestätigt ist von den Gelehrten, von den Ulema, dann sollte man selber zurück zu den Ulema gehen und sich schützen damit. Ja, vor der Unwissenheit, weil die Unwissenheit kann gefährlich sein. Somit verbietest du Dinge, die nicht verboten sind. Machst das Leben Muslime schwer, obwohl das nicht sein muss. Ja, und deswegen die jungen Leute, die Brüder und Schwestern allgemein sollen sich schützen, indem sie was tun, indem sie ihre Angelegenheit zu den Gelehrten zurückführen. Ich werde diesbezüglich eine Fatwa von Sheikh Al-Albani, rahimahullah, euch vorlesen.
die sehr wichtig ist und auf das Thema zurückgreift, ja, wo er gefragt wird bezüglich den Leuten, die urteilen, die vielleicht etwas Wissen gestrebt haben und dann anfangen, über Dinge zu urteilen oder Sachen zu halal oder zu haram erklären und nicht das ganze Wissen an sich betrachten, nicht die ganze Quellen, Hadith und Ayat betrachten. Die gehen immer nur von einem Punkt aus. Ja, denn da ist es die Gefahr. Und wir sehen, und ich mache das Video, Schwester im Islam und Brüder im Glauben, nicht weil ich als Abu Aliya jemand tadeln möchte, im Gegenteil, ich möchte mich und euch daran erinnern und ich möchte mich und euch darauf aufmerksam machen, dass wir uns an den Gelehrten halten müssen, um uns zu schützen. Weil die Gelehrten sind dafür da und die sind diejenigen, die geehrt sind von Allah Azza wa Jal. Und diejenigen, die wissen, sind nicht gleich mit denjenigen, die nicht wissen, so wie Allah Subhanahu wa Ta'ala auch in seinem Buch sagt. Ja, und ich hatte auch gestern einen Dars gehört von einem Sheikh in England, der in Birmingham, der dort belehrt und auch bezüglich der Sache gefragt worden ist und er auch diese Nasiha diesen Geschwistern gegeben hat, indem er sagte, schützt euch, indem ihr mit eurer Angelegenheit zu den Gelehrten geht. Geht zu den Ulema, fragt die Gelehrten. Heute leben wir in der Zeit des Technik. Ja, ganz schnell erreicht man Leute des Wissens. Fragt Leute. Und wir haben auch Leute hier in Deutschland, Leute des Wissens, wie der Sheikh Abul Hussein oder Sheikh Nail, ja, die man anrufen kann und fragen kann, für seine Angelegenheit, um ein Urteil zu bekommen, weil wenn diese Schuyuch, diese Mashaikh, die wir hier haben, nicht Bescheid wissen, sie werden dann aber auch Leute fragen, die höher sind als sie, um ein Urteil zu bekommen. Ja, und nicht, ich glaube, ich denke, ich fühle, ich verstehe es so, aber kann doch auch so sein, und warum denn nicht? Und man fängt darin zu diskutieren. Lass sein, Dinge zu verbreiten, wo keine Quellenhinweis klar ist, wo es nicht von den Gelehrten kommt. B, wenn ihr etwas mitbekommt, bringt es zu den Ulema und lasst die Ulema urteilen. Nicht wir, ganz normale Awam, die ganz normal ihre Gebete verrichten. Und auch wenn manche und Geschwister, eine andere Bitte hier und Appell an meine Geschwister im Glauben, wenn Duat Vorträge machen, wenn Prediger, ganz normale Prediger Vorträge machen, Ermahnungen, Erinnerungen machen, ja, und euch gewisse Dinge erzählen, heißt es nicht, dass diese Leute dafür da sind, um gefragt zu werden. Weil auch Fragen beantworten, Fatwas geben im Islam, ist nicht jedem erlaubt. Sowas muss bestätigt sein von Gelehrten, damit eine Person es machen kann. Und genauso müssen wir das Erkenntnis haben, wenn ich vor einem jeden sitze und ich höre mir einen Vortrag, ob ich, kann ich fragen oder kann ich nicht fragen. Was macht man aber mit seinen Fragen? Auch diese richtet man den Ulema, damit man vernünftige Antwort bekommt. Und weil die Gelehrten benehmen alle Beweise an sich selbst, also die betrachten alle Beweise, bevor sie etwas sagen. Ja, bevor du irgendeinen Bruder fragst, weil er mashallah schön redet. Und ich will nicht damit die Brüder tadeln, die Duat oder die Khutbas machen oder Predigen machen. Nein, im Gegenteil. Möge Allah Azza wa Jal ihre Arbeit segnen und ihnen das Höchste geben in Akhirah. Die höchste Stufe in Jannah und in Gutes in Dunya und Gutes in Akhira geben. Es geht sich darum, an den Geschwistern, die diese Leute dann in eine Situation bringen, die nicht in Ordnung ist. Ja? Brüder, Schwestern, habt ihr Fragen? Wie ich eben gesagt habe, wir leben im Jahr 2013. Ja, die Technik sehr fortgeschritten. Kannst du Gelehrten anrufen in Saudi-Arabien? Kannst du Gelehrten, Leute, die müssen nicht in Saudi-Arabien leben, diese Gelehrten, aber du kannst Ulema erreichen, von mir aus in Marokko oder in Ägypten oder wo auch immer. Ja, aber du kannst Leute das wissen, die bestätigt sind dafür, um Fragen zu antworten. Das ist auch ein Punkt, was viele Muslime hier begehen. Ja, nicht weil eine Person schön redet oder gewisse Hadith kennt oder Ayat, heißt das, er ist ein Mann des Ilm, also ein Alim, und er kann Fatwa geben. Ja, es geht nicht um Nasiha geben. Wenn einer einen Nasiha braucht, eine Hilfe, ja, ein Rat, wegen seiner Situation ist was ganz anderes. Es geht sich um Fragen, Antwort, Fatwa. Das ist mein Appell an euch, Geschwister im Glauben. Nehmt das ernst, glaubt mir. So schützen wir uns vor Unwissenheit. So schützen wir uns vor Fehler. In Dunya und in Akhira. Ja, weil wir sind für alles, was wir sagen und tun. Und im Nachhinein, diejenigen, die urteilen, wirst du am jüngsten Tag dafür gerade stehen müssen. Du wirst dafür am Yawm al-Qiyamah gerade. Was machst du, wenn dann es heißt, warum hast du das haram gemacht, was Allah erlaubt hat, was halal gemacht hat? Ja, deswegen, liebe Geschwister, ich lese euch jetzt die Fatwa, aufmerksam zuhören, eine wichtige Fatwa vom Sheikh, und damit wir daraus lernen. Sheikh Muhammad bin Asaduddin al-Albani, rahimahullah, möge Allah azza wa jalla mit ihm barmherzig sein und den die höchste Stufe in Jannah geben, wurde gefragt.
Einige Schüler des Wissens sind sehr eilig darin, Urteile in Angelegenheit von Halal und Haram abzugeben. Und dies ist ein allgemein bekannter Fehler. Was ist dein Rat an solche Menschen, wird der Scheich gefragt. Der Scheich antwortet, wir haben schon vor einiger Zeit über diese Angelegenheit gesprochen und wir sagten, dass Allah, der Allwissende, die muslimische Gemeinschaft in zwei Arten von Menschen geteilt hat. Ahlu Dhikr und jene, die auf Ahlu Dhikr angewiesen sind. Wie Allah es zu den gewöhnlichen Menschen sagte in Sura 21, aber auch in Sura 16. Erstmal Sura 21, Ayah 7. Und wir entsandten vor dir lediglich Männer, denen wir die Offenbarung zuteil werden ließen. Fragt nur diejenigen, die von der Ermahnung wissen. Ahlu Dhikr sind die mit gemeint. Wenn ihr davon nichts wisset, diejenigen, die nicht wissen, sind diejenigen, die angewiesen sind auf Ahlu Dhikr. So heißt es auch in Sura 16, Ayah 43. Weiter sagt der Sheikh, Ahlu Dhikr sind, wie wir alle wissen, Ahlul Quran und Ahlul Hadith. Jene, die das Authentische vom Falschen unterscheiden, das Allgemeine vom Spezifischen, das Abrogierende vom Abrogierten und anderen solchen Grundlagen des Al-Fiqh und Al-Hadith. Folglich ist es für einen Muslim nicht erlaubt, Fatwas auf der Grundlage einiger Hadith zu geben. Einfach nur, weil er in einigen Büchern auf sie gestoßen ist, obwohl er nicht weiß, ob sie gemäß den Kriterien der Hadith-Gelehrten sahih sind. Andererseits weiß er, dass ihm Wissen und ihm Kompetenz in der arabischen Sprache nicht versiert genug ist, um die Bedeutung und die Gedanken des Buches und der Sunna zu erklären. Deswegen ist es für niemanden erlaubt, der sich vorgenommen hat, Wissen zu erlangen und darin viele Jahre auszuharren, bis die Leute des Wissens bezeugen, dass er die Menschen führen und ihnen das Gute anweisen kann, zu denken, dass er ein Alim, Gelehrter ist, nur weil er einige Hadith gelesen und einige Ayat auswendig gelernt hat. Wir hören oft von einigen, die nicht einmal den Koran richtig lesen können, noch die Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass diese Dinge begehen, meint der Sheikh. Weiter sagt der Sheikh, das ist der Grund, warum ich den Schülern des Wissens empfehle, die zwei Fundamente, die Grundlage des Fiqh und die Grundlage des Hadith zu studieren. Ich habe schon vorher erwähnt, dass es nicht einfach für einen ist, das beabsichtigte Ziel des Gesetzgebers von irgendeinem Text Schluss zu folgern, außer wenn er so weit wie möglich alle Texte des Koran und des Sunna betrachtet. Ich möchte ein deutliches Beispiel dafür geben. Allah sagt in Sura 5 in Ayah 3, sinngemäß der deutschen Sprache, verboten ist euch das Veränderte so wie Blut. Wenn ein Anfänger, der den Koran studiert und kein Wissen in den Hadith hat, bezüglich verändertem Fisch gefragt wird, wird er sofort diese Ayah als Beweis anbringen, um es klar und deutlich zu verbieten, weil sie Verändertes verbietet. Aber würde er ein Hadith schauen, dann würde er wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zwei Arten von Tieren von diesem Verbot ausgenommen hat. Ja, das Verbot des Veränderten. Ja, Fisch und Heuschrecken, so dass er demgemäß urteilen könnte. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in Hadith Fisch und Heuschrecken von diesem Verbot ausgeschlossen. Eine Person aber, die nicht gut studiert ist, würde etwas hier zu Haram erklären, das will der Sheikh sagen, was eigentlich Halal ist. Kurz gesagt, sagt der Sheikh, muss der Schüler diese beiden grundlegenden Bereiche studieren, was eben erwähnt worden, nämlich Usul Fiqh und Usul al-Hadith, um den Koran und die Sunna so korrekt wie möglich zu verstehen. Geschwister im Islam, das ist die Fatwa von Sheikh al-Albani, rahimahullah, bezüglich die Frage, die er gefragt worden ist. Ja, und uns wird hier in der Fatwa klar gemacht, dass es nicht eine einfache Sache ist, über Dinge zu urteilen oder über Dinge zu sprechen, geschweige Fragen zu beantworten. Wir sollten Allah Azza wa Jal darin fürchten, Subhanahu wa Ta'ala, weil wir wissen, dass wir mit allem, was wir tun, egal wie klein, ob schlecht oder gut, wir am jüngsten Tag sehen werden. Und deswegen, liebe Geschwister, sollten auch diejenigen Allah Subhanahu wa Ta'ala fürchten, die mit diesen Sachen leicht umgehen. Ja, und ihr Quelle ist eine Nachricht, eine E-Mail, ein Newsletter, eine WhatsApp-Nachricht oder was auch immer heutzutage es gibt, wo man diese Dinge verbreitet. Wenn ihr solche Sachen hört, bringt es zurück zu den Ulema, bevor ihr Fehler begeht. Und schützt euch und schützen wir uns alle, indem wir uns an den Gelehrten halten.
Wallahi, liebe Geschwister, das ist eine wichtige Angelegenheit. Viele Dinge, die passieren heutzutage, warum wir auch gewisse Schwierigkeiten haben, warum gewisse Dinge falsch gemacht werden, warum man in gewisse Dingen übertreibt oder untertreibt, ist, weil man sich nicht an die Ulema bindet. Ja, und weil man, wie ich in der letzten Khutba gesagt habe, und ich habe gesagt, ein paar Tage online ist, man das Wissen nicht respektiert. Ja, viele Geschwister, und ich beende damit, Brüdern sowie auch Schwestern möchten unsere Salaf folgen in ihrem Äußerlichen. An-Niqab, wal-Lahya und all diese Sachen, ja, kurze Hose, Bad, Niqab und diese Dinge. Man möchte die Salaf darin folgen. Ja, und Taten begehen in Äußerlichen. Aber wo ist, liebe Geschwister, die innerliche Taten? Der Umgang miteinander, der Umgang mit dem Wissen, der Umgang mit dem Urteil, all diese Dinge. Da haben die Sahaba auch einen Umgang gehabt, liebe Geschwister. Deswegen sollten wir Allah subhanahu wa ta'ala nochmals fürchten und darauf achten und daran denken, dass die Leute des Wissens ist für uns eine Ni'ama, ist für uns eine Gabe zu haben. Und heutzutage wir in einer Zeit leben, wo wir ganz schnell Leute des Wissens erreichen müssen. Erreichen können und auch müssen, liebe Geschwister, in gewissen Fällen. Deswegen halten wir uns daran. Wabarakallahu fikum. Wenn ich was falsch gesagt habe, ist das von mir und von Shaitan. Und wenn ich was Gutes gesagt habe, ist das von Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.